Krakeelus, dein Pokémon mit dem Typ Normal, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich aus Gravumms, das sich vorher aus Flurmel entwickelt. Krakeelo ist ein mittelgroßes und zweibeiniges Pokémon, das hauptsächlich blau gefärbt ist. Seine großen Lippen sind dagegen beige, genauso wie die drei Streifen auf seinem Rücken. Das Pokémon besitzt einen fast rechteckigen, breiten Korpus und sein großes Maul dominiert die Erscheinung. Im geöffneten Zustand besteht der Torso fast nur aus dem Gesicht, auf dem Kopf wachsen die beiden runden Ohren, die mit dünnen Verbindungsstücken am Kopf befestigt sind, und das Innere der Ohren ist mehrfarbig gestaltet. Ein äußerer Bereich ist schwarz, danach folgt ein violetter Teil. Schließlich ist der im Zentrum gelegene Kreis erneut schwarz. Die Augen bestehen aus weißer Lederhaut und kleinen, schwarzen und länglichen Pupillen. Die kleine Nase befindet sich direkt darunter. Das sehr große und breite Maul ist mit stumpfen, großen Zähnen bestückt und Krakeelo hat eher kurze Arme. Fern steht es auf zwei kurzen, stämmigen Beinen und anstelle eines Schwalbs besitzt Krakeelo einen zusätzlichen Hörkanal am Hinterteil. In der Shiny-Form sind die sonst blauen Bereiche violett gefärbt. Krakeelo ist ein eher langsames und nicht besonders robustes, aber vergleichsweise schlagkräftiges Pokémon. Das Lauthals-Pokémon rückt Feinden mit Attacken wie Fund oder Stampfer zu Leibe und prägt bei seiner Entwicklung ein kräftiges Gebiss aus, was sich in der Attacke Biss niederschlägt. Krakeelo ist jedoch vor allem für die immens lauten Schreie bekannt, die es ausstoßen kann. Es brüllt so laut und bringt sich durch Trampeln in Rage, dass es mit den Schallwellen Lastwagen umkippen oder Hauswände zum Einsturz bringen kann, wobei es seine Ohren als Verstärker wie Lautsprecher benutzt. Krakeelo setzt seine Stimme sehr vielfältig ein und kann das Gegenüber mittels Jaula, Kreideschrei oder Superschall beeinträchtigen oder ihm mit Widerhall, Aufruhr oder Synchronlärm großen Schaden zufügen. Neben Brüller, mit dem andere mit lautem Geschrei verjagt, ist es gleichsam vor geräuschbasierten Attacken anderer Pokémon geschützt, was sich in seiner Fähigkeit Lärmschutz widerspiegelt. Bei selteneren Exemplaren zeigt sich das aggressive Wesen in der versteckten Fähigkeit Raufrüst, durch die es auch Geister-Pokémon mit Normalattacken angreifen kann. Krakeelo bevorzugt dunkle und geröllartige Höhlen wie die Siegesstraße in Hönn als Lebensraum. Wenn es zornig wird, verausgabt es sich durch sein Schreien, das so laut ist, dass dabei sogar sein eigenes Gehör in Mitleidenschaft gezogen wird. Und wenn es aufhört, ist es für eine kurze Zeit taub, bis es sich wieder erholt hat. Dabei ist Krakeelo der zweite Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Flurmel und kann sich selbst zu Gravumms weiterentwickeln. Bei der Entwicklung wandelt sich die rosafarbene Körperfarbe zu einem blassen Violett. Das Pokémon wächst und sämtliche Extremitäten wie auch Gesichtszüge werden weiter ausgebildet. Die fleischigen Ohren verändern sich zu Auswüchsen, welche an Lautsprecher erinnern. Statt den vier kleinen Schlitzen, welche die Augen darstellten, sind nach der ersten Entwicklung richtige Augen zu sehen. Das Maul wird überproportional groß und ist mit vier Eckzähnen versehen. Es verleiht Krakeelo die Fähigkeit, so laut zu brüllen, dass ein Holzhaus zum Einstürzen gebracht werden kann. Durch die Entwicklung von Krakeelo zu Gravumms formen sich die runden Ohren zu sieben hohen, röhrenförmigen, gelb abgesetzten Auswüchsen um. Gravumms entwickelt ein so großes Maul, dass es nur aus Gesicht und Extremitäten zu bestehen scheint. Durch das gigantische Maul kann das Pokémon schließlich ein so lautes Geheul ausstoßen, dass es sogar in 10 Kilometern Entfernung hörbar ist. In der spielenden Hauptreihe wird die Entwicklung von Flurmel zu Krakeelo dabei beim Erreichen von Level 20 und von Krakeelo zu Gravumms auf Level 40 ausgelöst. Mit seinem Typen ist es dabei immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.